Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ja, ich stehe hier draußen vor der Watchtime. Es regnet leicht, das Wetter ist bescheiden, habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Ich bin gestern schon angereist, um heute möglichst viel Zeit auf der Watchtime zu haben. Ich hoffe, viele interessante Uhren zu finden, viele interessante Gespräche zu führen und das Ganze möglichst schnell als Video für euch rausbringen zu können. Und jetzt bin ich sehr gespannt und guck mal, ob ich schon reinkomme. Mein erster Zwischenstopp hat mich zu Van Dark geführt. Ja, das habe ich auch erstmal lernen müssen. Es heißt Van Dark und nicht Van Dach, also nicht holländisch, sondern norddeutsch platt ausgesprochen. Und dort hatte ich ein wirklich super interessantes Gespräch mit dem Gesellschafter von Van Dark. Aber hört es euch selber an. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht und war mein persönlicher Einstieg in die Watchtime Düsseldorf. Ja, unsere Firma ist ja 2019 gegründet worden und wir sind mit unserer Marke Van Dark 2020, um genau zu sein, August 2020 auch auf den Markt gekommen. Allerdings kommt unsere Uhrengeschichte tatsächlich von ein bisschen weiter her. Wir machen das bereits seit 2000. Maltes Vater, der hatte sich in den 90er Jahren selbstständig gemacht mit seiner Firma, hat Projekte ausgearbeitet für verschiedenste Marken im OEM-Bereich und sind da eingestiegen, Malte 2000, ich als Auszubildender 2000 ebenfalls und seitdem machen wir das halt auch. In den 10er Jahren, um genau zu sein, so um 2015 wurde unser Wunsch allerdings für eine eigene Marke immer stärker. Wir wollten halt auch so präsentieren, was für eine Vielfalt man in dem Uhrenbereich haben kann. Nicht unbedingt nur auf einen einzigen Stil eingehen. Van Dark stellt aber auch zu einem großen Teil, das Design von Van Dark stellt zu einem großen Teil aber tatsächlich auch so ein bisschen unsere Herkunft her. Man sieht immer ein sehr klares, sehr aufgeräumtes Bild, was so ein bisschen auf unsere Herkunft aus Norddeutschland zurückzuführen ist. Man könnte teilweise sagen, dass es etwas ruhig ist, vielleicht für viele auch etwas zu ruhig, aber genau das ist es natürlich, was wir darstellen wollen. Wir haben für unsere Sportkollektion mit der Schallmauer und der Tiefsee trotzdem natürlich nochmal mit so einem kleinen Farbklecks gearbeitet, das ist das rote Datum. Und das wollen wir natürlich auch so ein bisschen zu unserem Markenzeichen machen, dass sich das durch die Sportserien immer durchziehen wird. Momentan sind wir aufgestellt mit drei verschiedenen Modellen. Das ist einmal die Schallmauer, die ist basierend auf einem Quarzwerk vom Jota, das 6S21. Dann haben wir die Tiefsee, das ist eine Taucheruhr-inspirierte Uhr mit massivem Stahlband, CNC-gefrästem Gehäuse und Keramiklünette. Dazu kommen wir gleich nochmal im Bildmaterial. Und dann haben wir noch unsere minimalistische Uhr, das ist die Primus. Sehr, sehr schön organisch gearbeitet, wo wir vom gewölbten Zifferblatt über ein gewölbtes Gehäuse bis hin zu den Zeigern kommen. Die sieht wirklich wunderschön aus. Wir durften in dieser kurzen Zeit, in der wir bereits auf dem Markt sind, eine kleine Uhren-Fangemeinde aufbauen. Und in der wurde tatsächlich auch der Wunsch immer wieder lauter und öfter genannt, dass wir die Schallmauer doch gerne als Automatikchronograph aufstellen sollen und kreieren sollen. Und da sind wir jetzt gerade bei, dass wir im Frühjahr 2022 tatsächlich dann die Schallmauer als Automatikchronograph darstellen können. Und der basiert dann auf dem Celita SW510 BHA. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Vielen Dank. Ruhig mal in die Hand nehmen, ne? Dass man so ein bisschen also so die Details kennenlernt. Gleich im Augenblick ist das ein bisschen... Klar. Genau, André ist auch gerade ganz kurz verschwunden mit der Automatikvariante, mit den Prototypen. Die holen wir uns gleich wieder. Oh, die ist mal leicht. Ist natürlich auf das Quarz weg zurückzuführen. Ja, trotzdem ist die auffallend leicht. Hier sehen wir dann die Primus als Automatikvariante, von der wir gesprochen haben, eine sehr minimalistische Uhr. Hier arbeiten wir wirklich mit sehr, sehr schönen organischen Formen. Das sieht man über das Gehäuse, selbst bis hin ins Zifferblatt und die Zeigerenden, die auch gewölbt sind, damit man immer dieser organischen Form folgen kann. Wirklich toll, aber durch irrsinnig Reflexionen, ja. durch das polierte Blatt und das gewölbte Glas. Absolut. Und diese Lichter hier gerade sind auch sehr undankbar. Das ist tödlich. Sind sehr undankbar. Die Lichter sind absolut tödlich.
Genau. Alle unsere Uhren sind auch mit Schnellwechselbändern ausgestattet, egal ob Stahlband oder Lederband, damit man den Look vielleicht auch mal ein bisschen der Kleidung, dem Kleidungsstil anpassen kann. Und die Erfahrung mit der Haltbarkeit? Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben natürlich mal den einen oder anderen Steg, wo leider der Pin rausfliegt, aber da liefern wir in der Regel auch immer noch mal Ersatzstege mit. Weil ich nämlich von einigen gehört habe, die, was die Haltbarkeit der Schnellwechselstege betrifft, nicht so begeistert sind. Ja, tatsächlich haben wir da auch mit Mick von WatchBandit gesprochen. Die sind ja nun mal auch sehr erfahren, was Wechselstege angeht. Und wir gehen mal davon aus, dass der Stegdurchmesser bei denen etwas zu klein war, weshalb die Stabilität darunter gelitten hat. Wir nehmen dafür immer extra größere Stege. Hier haben wir ein CNC-gefrästes Gehäuse, eine Keramikeinlage. Die Lünette ist einseitig drehbar mit einer 120er Rasterung. Die Leuchtmasse, die wir auf unseren Uhren verwenden, ist von Nemoto. Hier sehen wir das NCW 1000. Das leuchtet in einem sehr, sehr schönen Hellblau. Eine Frage an Design, verstehe ich. Aber ich bin immer mit einem großen Fokus auf Funktion. Ja. Wie ist die Leuchtkraft über die Nacht bei den schmalen Zeigern? Weil es ja naturgemäß etwas weniger Masse drauf. Ja, genau. Also die Leuchtkraft, das ist ein wichtiger Faktor, absolut. Ich würde jetzt sagen, wir verlieren leider durch die schmalen Zeiger so ungefähr 20% Leuchtkraft hier. Die Leuchtdauer tut das allerdings keinen Abbruch. Die liegt hier weiterhin trotzdem bei sehr stabilen 8 Stunden. Okay. Ich habe das bei manchen Uhren gesehen, die waren da nicht nur schmal, sondern halt auch relativ flach gefüllt. Mhm. Und da war dann nach 3 Stunden Ende. Nee, das ist Gott sei Dank hier nicht der Fall. Ich kann nachts auch zur Seite greifen und habe immer noch eine gute Ablesbarkeit. Okay. Genau. Auch hier wollte ich nur einmal kurz zeigen, auch hier die massiven Stahlbänder. Zum einen sind die verschraubt, die sind nicht mit Stiften gearbeitet. Und die Werkzeuge werden natürlich dafür auch mitgeliefert, dass man die selber zu Hause kürzen kann, wenn man dazu Lust hat. Man kann natürlich auch genauso damit zum Juwelier gehen. Und halt auch hier ist das Band mit Schnellwechselstegen ausgestattet, sodass man relativ schnell, wenn man Lust hat, vom massiven Stahlband auf das Nylonband gehen kann. Wo liegt die Preis? Ist die Automatikversion? Die liegt bei 399 Euro in der Stahlvariante und mit der DLC-Beschichtung bei 449 Euro. Das ist echt ein Kampfpreis. Vielen Dank. Das waren wir uns auch bewusst, aber wir wollten ein bisschen zeigen, was wir in der Lage sind. Unser Thema war uns halt auch sehr, sehr wichtig, dass wir wollen eine Marke werden, das steht ja außer Frage. Aber wir wollten eine sehr wichtige Balance kreieren zwischen dem Markenwert, aber natürlich auch genau diesem Uhrenwert. Unser Wunsch ist es, dass man wirklich sehr viel Uhr hat und sehr viel Uhrenspaß gerade. Genau, und unsere Scheinbar-Automatik ist tatsächlich eine Weiterentwicklung, die natürlich auf unseren eigenen Wünschen basiert, aber auch auf dem Feedback, was wir von unseren Kunden erhalten haben. Ja. Der Wunsch war da wieder von dem runden Datum eher auf das Eckige zu gehen. Dadurch hat man ein größeres Datum, das war sehr wichtig. Die Minuterie auf der Lünette war sehr wichtig für einige unserer Kunden. Wir haben einen Kunden, der ist tatsächlich Flieger. Er hat tatsächlich unsere Scheinmauerquarz zum Navigieren benutzt und da hat ihm so ein bisschen die Minuterie gefehlt. So soll es auch beidseitig drehbar sein. Auch das war uns wichtig. Wir hören auf das Feedback, was wir bekommen. Natürlich kann man es nicht allen recht machen, das ist klar, sonst hätten wir irgendwann auch eine pinke Uhr. Aber wir versuchen natürlich, das einfließen zu lassen. Weil wir auch Gott sei Dank die Erfahrung sammeln durften, dass unsere Kunden auch eine Uhrensammlung haben. Und denen macht das Spaß. Was ich wirklich klasse finde, ist die Vintage-Lume bei dem Reverse Panda, dass man die Zeiger auch auf den Totalisatoren noch sehen kann. Haben wir jetzt auch geändert, genau. Weil weiß auf Silber, das ist eine Katastrophe für mich. Richtig. Wie dick ist die? 13? Die ist 16. 16? Allerdings ist das inklusive den Saphir-Gläsern. Weil auf dem Boden wie auch oben sind die natürlich gewölbt. Aber 16 ist schon eine Ansage. Ne? Ja, das ist ein Pummelchen. Das ist eine Ansage. Bei 42, 43? 42,5, sehr gut. Also genau dazwischen. Weiter ging es dann auf meiner Reise zu Tutima und Tutima hat auch unglaublich viele interessante Uhren und auch, wie ich finde, für Tutima untypische Uhren ausgestellt, wie zum Beispiel die beiden hier unten sichtbaren
mit der glänzenden Lünette und dem Farbverlaub auf dem Ziffernblatt. Aber es waren auch die typischen Tutima-Uhren zu sehen, wie hier rechts im Bild, die bereits vor 2 Jahren auf der Watchtime zu sehen waren und für mich eines der typischen Gesichter von Tutima sind. Farbe ist selbstverständlich ein Thema bei Tutima und die ist auch definitiv nicht zu kurz gekommen. Überraschend fand ich die doch sehr nobel gestalteten Dresswatch-animierten Uhren wie hier zu sehen, die einen durchaus respektablen Preis haben. Auch diese Uhr hier ist wirklich ein Schmuckstück und ich war wirklich begeistert, sie sehen zu können. Bei Junghans gab es die ganz typischen Bauhaus-inspirierten Uhren mit dem extrem reduzierten Ziffernblatt, aber auch, wie ihr hier oben sehen könnt, mit farblichen Akzenten, das klassische Design in die Moderne gehoben, wirklich schön gemacht. Und auch rechts das schwarz glänzende Gehäuse mit dem schwarzen Ziffernblatt, eine Augenweide. Die Uhren, die wir hier sehen, sind etwas moderner gestaltet im Vergleich zum Bauhaus, haben aber auch klare Anspielungen auf das Design der 50er Jahre. Insgesamt wirklich schöne Uhren, überwiegend mit Plexi, aber auch mit Saphirkristall oder mit Mineralglas. Die Uhren von Junghans sind extrem breit aufgestellt im Portfolio, wie ihr hier sehen könnt. Oben eine Platinuhr für 16.000 Euro, links aus dem Bild gerade verschwunden die Golduhr für 8.000 Euro, da haben wir sie wieder. Beginnend tut das Portfolio von Junghans im Bereich von 340 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis eben hin zu den genannten 16.000 Euro für die Platinuhr. Überraschend vielfältig und für mich immer noch das Gesicht der Junghans-Uhren, die Max Bill Edition. Ganz klar für mich das Aushängeschild. Bei Jean-Marcel bin ich fündig geworden mit unglaublich vielfältigen Uhren, die sowohl extrem elegante, aber farbenfrohe Dresse haben, als auch sportliche Taucheruhren in unterschiedlichen Größen. Ganz, ganz außergewöhnlich. Die Marke für mich bisher immer unter dem Radar gewesen. Aber wie ihr hier sehen könnt, ein ganz großes Portfolio mit Blau und Grün, teilweise von Blau zu Weiß verlaufen, von Grün zu Schwarz. Wirklich außergewöhnliche Uhren. Alle von der Haptik her wirklich super gemacht und ich hatte das große Glück, den Geschäftsführer persönlich zu sprechen. Ja, willkommen auf der Watchtime Düsseldorf. Wir sind hier am Stand von Jean-Marcel und als Messe-Highlight können wir heute die neue Kollektion, die neueste Kollektion mit dem Namen Optimum vorstellen. Optimum ist eine konsequente Weiterentwicklung unserer sehr flachen Tantum-Kollektion und Jean-Marcel ist ja bekannt für seine sehr flachen Uhren. Wir haben hier Automatikvarianten, die lediglich 7,5 mm in der Bauhöhe haben. Als Basisuhrwerk dient ein ETA 2892 mit einem reduzierten Zeigerwerk und als flachste Variante, als flachste mechanische Uhr, können wir dann hier ein Handaufzugkaliber erstmals vorstellen. Das ist ausgestattet mit dem ETA 7001 und wir haben hier eine mechanische Uhr, die in der Bauhöhe lediglich 5,7 mm misst. Das sind sowohl im Handaufzug als auch im Automatikbereich die mit Abstand flachsten Uhren hier auf der Messe und sicherlich im vierstelligen Bereich auch auf dem Markt. Ausgestattet sind sie trotz der Flachheit mit zwei Saphirgläsern, Saphirglas vorne entspiegelt. Auch auf der Rückseite verwendet man Saphirglas, das ist sicherlich außergewöhnlich für diese Höhe. Und auch eine Wasserdichtigkeit von bis zu 50 Metern ist gegeben, sodass die Uhren uneingeschränkt alltagstauglich sind. 50 Meter, 100 Meter geht wahrscheinlich bei der Bauhöhe nicht, ne? 100 geht nicht, nein. Das nicht mit der Bauhöhe, ist da nicht vereinbar. Aber das ist viele Uhren, die in dem Bereich mitspielen, sind dann teilweise nur 3 Bar wasserdicht.
Und da haben wir mit 5 Bar definitiv schon einen Vorsprung. Wir haben den Markt sehr genau studiert oder sehr genau angeschaut. Und uns ist kein einziges Modell bekannt, das in dieser Bauhöhe und mit diesen Werten konkurrieren kann. Und die Vorgaben, die wir da gesetzt haben, sind strenger als die der COSC. Somit sind die Uhren alle garantiert im Chronometerbereich. Und die werden im eingeschalteten Zustand oder im ausgeschalteten Zustand? Im eingeschalteten Zustand. War das ja bei COC auch immer das Thema, dass anders als die Glashütte nur das Werk und dann das Werk verschickt, genau. Dann wird es eingeschaltet und dann mit viel Glück läuft es noch genauso. Ja gut, ich meine, da passiert ja in der Regel nicht viel beim Einschalten. Also man verstellt ja am Uhrwerk selbst nichts, wenn man die einschaltet. Aber die Reglage findet statt im eingeschalteten Zustand. Wir geben dann dem Kunden nicht nur den mittleren täglichen Gang, den man in mehreren Lagen ermittelt mit, sondern auch die ermittelte Amplitude und den Abfallfehler für jede einzelne Uhr, so wie es auf der Zeitmarke dann ermittelt wurde, nachdem der Reglage stattgefunden hat. Die hier gezeigte Uhr hat ein 77,50 verbaut, wie ihr an der kleinen Sekunde bei 9 Uhr sehen könnt. Und der Totalisator in der Mitte ist eine Telemeterskala, realisiert durch eine Verlängerung des Stoppsekundenzeigers. Super interessant. Weiter ging es für mich zu Pointtec mit den Marken Bauhaus, Zeppelin und Iron Annie. Uhren mit einem sehr klaren Design und sehr angenehm zu tragen, alle in einem wirklich erschwinglichen Preisrahmen und zum Teil auch farblich für mich sehr überraschend, einige Neuerungen dabei. Ich bin wirklich froh, dass Iron Annie bzw. Pointtec als dahinterstehende Firma hier noch einmal nachgelegt hat. Und wie ihr oben links sehen könnt, kommt leider nicht so gut rüber hier durch die Reflexionen und das schlechte Licht auf der Messe. Echt interessante Uhren. Was für mich sehr positiv war, wir sind ins Gespräch gekommen und es besteht die große Möglichkeit, dass ich im nächsten Jahr die Möglichkeit habe, doch deutlich mehr Uhren aus dem Hause Pointtec, sprich Zeppelin, Bauhaus oder Iron Annie, zeigen zu können. Ich bin da oft nachgefragt worden und freue mich sehr, dass das jetzt zu klappen scheint, denn es waren ganz ehrlich wirklich viele Uhren dabei, die mich begeistert haben. Zumal sie wirklich in einem Preisrahmen sind, den man sich auch leisten kann, ohne dafür zu lange sparen zu müssen. Gute Uhren für beinahe jedermann und das in einem, wie ich finde, schönen und teilweise auch außergewöhnlichen Design. Das ist für mich das, was ich mit den Uhren von Iron Annie verbinde, neben dem Bezug zur Fliegerei. Direkt daneben nautische Instrumente, Mühleglashütte mit den sowohl sehr klar und einfachen und optisch reduzierten Uhren, die ihr hier sehen könnt, farblich gestaltet mit Blau, aber auch natürlich die robusteren Uhren mit den höheren Gehäusen, mit teilweise Chronographenwerken drin, alle im unverkennbaren Stil von nautische Instrumente, Mühle, Glashütte, das Flaggschiff bzw. eine der bekanntesten Uhren von Mühle ist natürlich der Rescue Timer in seinen unterschiedlichen Ausprägungen, sowohl mit dem schwarzen Ziffernblatt wie oben links zu sehen oder auch noch gar nicht so lange her, dass sie auf den Markt kam, mit dem weißen Ziffernblatt rechts daneben. Unten sehr robuste Tool-Watches, die auch für mich einen Teil der Marken-DNA von Mühle Glashütte ausmachen. Für meinen Arm leider oft zu groß, aber trotzdem super interessant und für mich ebenso überraschend die hier gezeigten Uhren im Dress-Watch-Stil. Wirklich klasse und das sind Uhren, die mich aus dem Hause Mühle am meisten überrascht haben, weil ich sie für mich persönlich
in der Art und Weise nicht auf dem Schirm hatte, mit den gebläuten Zeigern, teilweise mit Mondphase und dem cremeweißen Ziffernblatt. Das war für mich wirklich die Überraschung bei Mühle. Mit unterschiedlichen Bändern wirken die Uhren ganz anders, grün und blau. Sehr viel Farbe übrigens insgesamt auf der Watchtime zu sehen. Auch hier rot, also die Uhrenwelt wird farbiger. Das Fazit kann ich in jedem Fall ziehen. Bei Laco selbstverständlich die Deckuhren wie zu erwarten und der maritime Approach auch in der Dekoration. Laco hat hier, was die Dekoration betrifft, wirklich einen sehr, sehr schönen Stand gehabt mit den maritimen Anspielungen auf die Uhren und die Uhren selber. Die Uhren von Laco sind, wie bekannt, qualitativ sehr hochwertig, beginnen in einem Preisbereich, wenn ich es richtig im Kopf habe, um die 400 Euro, mehr oder weniger. Auch hier wieder die Farbe, auch wenn es das Modell schon etwas länger gibt. Aber Farbe, Rot, Grün, Blau, das sind die Sachen, die ich von der Watchtime mitgenommen habe. Was wir hier sehen, ist das Grundkonzept der neuen Laco Pro Serie, bei der man sich Uhren in unterschiedlichen Größen und unterschiedlichen Varianten online konfigurieren kann. Und zu diesem Thema habe ich dann auch noch einen Originalton für euch. Ja, die Karlsruhe und die Stuttgart, die neue Fliegerserie Pro, ist eine frei konfigurierbare Uhr mit vielen Eigenschaften, die der Kunde in unserem Online-Store mit einem Konfigurator selber einstellen kann. Das fängt an mit drei verschiedenen Größen, 37 mm, 40 mm und 43 mm. Dann geht es weiter über die typischen Zifferblätter, das Zifferblatt A und das Zifferblatt B. Dann geht es in die verschiedenen Oberflächenvarianten, das typische Laco grau gestrahlte Edelstahl und das gebürstete Edelstahl als Oberflächenvariante. Beide Seiten graviert? Beide Seiten sind graviert, genau. Der Boden ist auch wieder konfigurierbar als Stahlboden oder als Glasboden, auch in beiden Gehäusevarianten. Es gibt die Uhr mit und ohne Datum, es gibt die Uhr mit und ohne Logo. Der Kunde kann entscheiden, ob er die Krone links oder rechts haben möchte. Das Datum ist auch noch wahlweise schwarz und weiß. Genau, da haben wir die Datumsscheiben hier im Schaukasten. Da kann man ein weißes oder eine schwarze Datumsscheibe auswählen, je nachdem, wie man das Zifferblatt von der Weißgewichtung haben möchte. Die Krone ist verschraubt, der Boden ist verschraubt, dadurch hat die Uhr 200 Meter Wasserdichtigkeit, also 20 ATM. Das Logo kann weggelassen werden, wie gesagt. Ja, dann die nächsten Optionen sind die Wahl des Werkes. Es gibt ein Automatikwerk und es gibt ein Handaufzugswerk. Und diese dann jeweils auch noch in verschiedenen Qualitätsstufen, also in der Qualitätsstufe Elaboré und in der Qualitätsstufe Top. Und die weiteren Optionen beim Werk sind dann noch die Auswahl der Dekoration, undekorierte Werke oder dekorierte Werke. Wir haben hier, müssen wir gerade schauen, braucht mal das Handaufzugswerk, das dekorierte. Ich möchte mal immer die gleichen Uhren hier liegen haben. Ja, hier haben wir es. Das ist jetzt das dekorierte Handaufzugswerk. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne? Genau. Was mich interessiert. Das geht mal weiter, wir sind noch nicht fertig. Okay, dann hebe ich mir die Frage auf. Das Glas ist ein doppelt gewölbtes Saphirglas, das ist innen entspiegelt und als Option ist noch eine äußere Entspiegelung möglich. Und als, ich glaube, jetzt letzte Option, die ich beschreiben kann, haben wir verschiedene Bandfarben. Das geht über hellbraun, mittelbraun zu schwarz. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ja, das ist schon... Also es gibt keine Ausreden mehr. Wirklich extrem. Eine Frage, die ich habe, und ohne dass Sie jetzt Betriebsgeheimnisse verraten, sind
3 mm Gehäusegröße wirklich 100 Euro teurer. Weil das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, dass die unterschiedlichen Gehäusegrößen doch erkennbar unterschiedliche Preise haben. Das hängt im größten Teil am Glas. Dieses doppelt gewölbte Saphirglas wird nicht linear teurer mit der Größe, sondern es wird exponentiell teurer. Alles klar. Und gerade mit der Entspiegelung und dieser hochaufwendigen Entspiegelung, die wir drin haben, macht das Glas an der Größe der Uhr im Preis am meisten. Das ist super interessant, weil ich hatte mich natürlich auch mit anderen Uhrenfreunden ausgetauscht und ich war nicht der Einzige, der sich die Frage gestellt hat. Aber an Glas habe ich nicht gedacht. Ich hatte jetzt vermutet, Leuchtmasse ist teuer, aber trotzdem das auch, also ist kommt auch nicht so viel mehr. Ja, das ist, also kommt vieles. Ne? Also die Bearbeitung des größeren Gehäuses ist aufwendiger. Einfach mehr Aufwand. Das Glas ist teurer. Die Leuchtmasse ist teurer. Also da kommt eins zum anderen und unterm Strich macht es dann einfach den Preis aus irgendwann. Ich finde das wirklich super interessant. Und wir haben ja mit der Leuchtmasse auch hier gehen wir immer einen sehr extremen Weg. Wir versuchen so hoch wie möglich zu kommen mit der Leuchtmasse. Die ist weiß unterlegt mit weißer Farbe, damit der schwarze Hintergrund keine Leuchtaktivität wegnimmt. Mhm. Und dann sind mehrere Druckschichten mit einer vom Hersteller abgestimmten Mischung der Leuchtmasse belegt. Wie viel drucken Sie da? 3, 4, 5 Mal? Oder? Das sind zwischen 5 und 7 Schichten. Ganz dünne Schichten und auch mit verschiedenen Mischungen. Ja. Also das ist eine ganz, ganz aufwendige Angelegenheit. Wir können uns das auch gerne mal in der Leuchtkiste angucken. Ja, sehr gerne. Da müssen wir jetzt hier einmal mit dem... So, da sieht man jetzt sehr typisch hier natürlich das A-Modell, ganz klassisch, die alle Ziffern leuchten, alle Indexe leuchten. Beim B-Modell ist es so, wie es im Original aus den 40er Jahren war, ist nur jede zweite Ziffer leuchtend. Also die 5, die 15 und die 20 sind weiße Farbe. Die 10, 20, 30 und so weiter sind jeweils mit Leuchtfarbe belegt. So wie es in den 40er Jahren auch mit dem Radium war. Da war auch nur jede zweite Ziffer mit Radium belegt und leuchtete. Und jede zweite Ziffer war mit weißer Farbe belegt. Und was mir schon sehr gut gefällt, ist, dass die Minuterie komplett belegt ist und nicht nur die 5-Minuten-IDCs. So war es auch mit dem Radium. Also die sind genauso. Und auch der Ring, den Sie sehen, außenrum gibt es noch einen Ring, der war weiße Farbe. Der ist auch nicht mit Leuchtmasse belegt. Sieht man auch, wenn man es reinlegt, sieht man nur, dass die Indexe leuchten. Also da gehen wir so originalgetreu wie möglich rein. Das gleiche gilt für die Zeiger. Auch die Zeiger sind bei dem Modell sehr getreu dem Original. Wo wir stark abweichen jetzt in dem Modell, ist die Gehäuseform. Da haben wir einmal unser Originalgehäuse mit den geraden Anstößen, mit dem tonnenförmigen Gehäuse, genau. Die so ein bisschen die Kontur des Flügels haben, genau. Die so ein bisschen geschwungen sind. Können Sie mir mal ein Original geben in der vergleichbaren Größe? Und das sind so die modernen Gehäuse, genau, mit den schmaler werdenden. Genau. Und hier haben wir auch eine flachere Gehäusehöhe. Bei den Originalen ist die Gehäusehöhe proportional zu dem wirklich originalen 55 mm Modell. Das könnten wir schmaler machen. Den Bauraum brauchen wir nicht, aber es ist einfach in dem Fall originalgetreu Durchmesser zur Höhe. Und hier haben wir die Höhe dann reduziert. Ich bin grundsätzlich ein Freund von flachen Uhren, aber bei der höheren Flanke finde ich, kommen die Hörner besser zu gelten. Ja, genau. Hier haben wir natürlich auch den gepressten Boden, so wie es auch im Original war. Und hier haben wir einen geschraubten Boden. Und auf der einen Seite haben Sie wahrscheinlich die militärische Spezifikation, auf der anderen Seite eine moderne Gravur, vermute ich, oder? Genau. Also hier sieht man die beiden an dem Leuchtkasten. Also im Leuchtkasten sind die sehr vergleichbar. Die Originalserie und die Pro-Serie. Sehr schön. Ja, beide lassen sich dann noch mit einer individuellen Gravur veredeln, sodass der Kunde bestimmen kann, was er graviert haben möchte, den Boden oder den Rotor. Okay. Und da ist die erste Gravur bei uns im Shop auch immer frei. Das ist schon echt klasse. Und überleg, dass es bei 850 Euro losgeht. Ja. Und bei 1600 aufhört. Ja. Ist das richtig im Kopf? Aber dann hat man wirklich alles, was gut und teuer ist, ausgewählt. Dann hat man die größte Uhr und jede Option mitgenommen. Ja, genau. Das Topwerk in dekoriert mit Glasboden und. Und Krone links und Doppelspiegel. Ja. Alles, was geht.
Sehr schön, ich bedanke mich sehr. Sehr gerne. Den Fliegerchronograph München gibt es ja schon etwas länger, aber die Variante als Erbstück mit dem gealterten Gehäuse ist neu und ist für mich eine extrem charmante und sehr authentische Uhr. Ich mag an diesem Modell insbesondere auch die zurückgenommenen Totalisatoren, sodass die Uhr erst auf den zweiten Blick wirklich als Chrono erkennbar ist und unverkennbar ihre Fliegeruhrengesicht, ihr Baumustertyp A-Gesicht behält, obwohl es ein Chronograph ist. Bei den Erbstücken ist bekannt, die Uhren sehen alt und gealtert aus, sind aber auf dem absolut modernen Stand der Technik mit der ausgewiesenen Wasserdichtigkeit, frisch im Werk und ohne Probleme jahrelang zu nutzen. Schnitt die zweite. Ja, hallo, lieber Axel, hallo, liebe Folger oder Follower vom Axel. Ich freue mich, dass ich heute ein bisschen mit Axel reden kann über unsere Uhren. Wir sind auf der Watchtime in Düsseldorf. Ist eine super Messe hier. Wenn es eine Möglichkeit gibt, nächstes Jahr mal hierher zu kommen, macht echt Spaß. Und wir haben unsere neuen Uhrenmodelle dabei von Circula. Die Aqua Sport 2 in der zweiten Generation. Leicht verändert zur ersten Generation. Sagen wir, der Hauptunterschied ist, wir haben jetzt alle mit Zenita ausgestattet. Und man kann auswählen, entweder in Standardausführung oder in Top plus 100 Euro. Das glaube ich auch ziemlich fair, transparent. Und hier ist im Vergleich zur ersten Generation die Lünette um 1 mm angewachsen. Das heißt, sie steht jetzt einen halben Millimeter über an jeder Seite und hat damit einen besseren Griff. Und wenn man sie dann jetzt dreht, auch kein Rückspiel. Echt ein satter Klick. Lässt sich auch einfacher drehen. Genau. Und dann haben wir als Leuchtmasse C3 X1, Swiss Super Luminova, so würde ich mal sagen, der Goldstandard in der Richtung. Und auch nachts, wenn man mal um 3 nochmal aufstehen muss, kann man ablesen. Zusätzlich ist die weiße Minuterie, die ist mit BGW 9 belegt. Das heißt, im Nachtleuchtbild hast du im Prinzip die grünen Indexe, grüne Zeiger leuchtend. Und dann ist der Minuterie-Ring blau leuchtend und die Lünette auch mit BGW 9 auch blau leuchtend. Und es gibt dann echt ein schönes Nachtbild einfach. Ne? Das kann ich bestätigen. Genau. Was haben wir noch vergessen? Jetzt haben wir EPDM-Kautschuk, höchste Kautschuk-Qualitätsstufe auch, die man hat. Und dann glaube ich für 5,99 mit Zelita Standard, 6,99 mit Zelita Top, faires Angebot. Und dann haben wir unseren neuen Star, die Supersport, jetzt gerade im Vorverkauf gewesen. Dezember Auslieferung, ist ein echter Superkompressor, also nicht nur Superkompressor-Stil mit zwei großen innenliegenden Lünette, sondern eben auch mit einem gelagerten Gehäuseboden, in dem ist so eine Spiralfeder in Wellenform. Und wenn man dann tauchen geht und der Wasserdruck zunimmt, wird der Boden quasi noch mehr abgedichtet, indem man zusammengedrückt wird, weil er gelagert ist. Und wenn man dann wieder hochgeht und der Druck abnimmt, entspannt sich die Feder wieder und entlastet damit die Dichtung. Und die Dichtung wird damit im Prinzip ewig haltbar. Aber da Dichtungen heutzutage so billig sind, würdest du sie beim Service trotzdem wechseln. Aber es ist halt eine Spielerei. Aber und die neuen Dichtungen sind ja nicht mehr so druckempfindlich wie vor 50 genau, Jahren. Genau. Du hast ja bei der Standardtaucheruhr hast ja immer voller Druck auf der Dichtung. Macht der Dichtung aber auch ehrlich gesagt nicht mehr viel aus. Ne? Ja. Ist eine Spielerei, aber ja gut. Automatikuhren sind eine Spielerei. Ne? Ist nicht jede mechanische Uhr in gewisser Weise eine Spielerei. Genau. Ich dachte für mich halt, ne, wenn wir Supercompressor-Stil machen, dann machen wir auch gleich die Technik mit rein. Auch wieder C3 X1, alles diesmal, auch die Lünette. Denn wir können es quasi pro Charge nicht kontrollieren, wie die Pigmente ausfallen, wie weiß oder grünlich die werden. Und jetzt sind wir hier in den Prototyp, ist es relativ grünlich. Hier in den Ausführungen ist es relativ weiß geworden. Und um einfach dann das Risiko zu minimieren, dass ich zwei verschiedene Farben habe auf Zifferblatt und Lünette, machen wir alles in C3 X1. Ist zwar nochmal ein bisschen teurer, aber lohnt sich.
Axel hat mich gefragt, ob ich sagen kann, was die Swiss Supernomina kostet. Und es ist definitiv ein sehr großer Posten in der Herstellung von so einer Uhr. Und ich kann mal so sagen, also allein die Supernominova-Füllung kostet das Zehnfache vom Zifferblatt selbst. In der höchsten Standard, also Ausführungsstufe, Qualitätsstufe C3 X1. Was X1 ist, dann das höchste. Und die Minuterie ist nicht beleuchtet. Es sind nur die 5-Minuten-Indizes beleuchtet. Genau, ja. Genau. Eine weitere Überraschung für mich war Sherpa Watches. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Uhr hat mich optisch richtig angesprochen. Ich mag dieses Design mit der weißlich abgesetzten innenliegenden Drehlünette. Die Uhr ist ähnlich wie die Superkompressor von Circular ein echter Superkompressor und wirklich, wirklich schön gemacht, hat aber auch im Inneren einige Sachen versteckt, die man von außen nicht sieht. Und das ist wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, auch wenn man es, wie gesagt, von außen leider nicht sieht. Aber hören wir doch dazu einmal den Geschäftsführer von Sherpa selber an. Herzlich willkommen bei Sherpa Watches. Ich würde Sie gerne mal kurz einführen in unsere Marke. Wir sind eine junge Marke, aber mit einer etwas längeren Tradition, würde ich mal sagen, weil wir uns auf die 60er Jahre beziehen. Wir sind sehr große Anhänger von alten Taucheruhren aus den 60er Jahren. Meistens Doppelkrone, nannten sich damals Superkompressor, Kompressortaucher. Und es gab eine alte Serie von Uhren, die damals unter dem Seriennamen Sherpa liefen, die wir besonders schön finden. Und davon lassen wir zwei Modelle seit gestern, also ganz frisch, auf den Markt kommen. Wir haben hier jetzt mal einen eigenen Prototypen, weil das Metallarmband noch nicht verfügbar ist. Das hier ist die Sherpa Ultra Dive. Das ist ein Bajonettkompressor-Gehäuse bis 20 Bar Wasser- oder Druckdicht mit zwei speziellen Kronen, die auch unverschraubt, trotzdem sehr hoch wasserdicht sind. Auch ein eigenes Konzept, was ich wiederentdeckt habe in alten Schweizer Archiven, war damals die Kompressorkrone, die zu diesen Gehäusen gehörte. Die Gehäuse wurden damals gemacht von Erwin Piccaret, einer der größten Gehäusehersteller, auch genau wie Inica, damals leider bankrott gegangen in den 80er Jahren der großen Quarzkrise. Alle großen Hersteller hatten so eine Art Uhr mit zwei Kronen, also Longines, Jaeger-LeCoultre oder Jaeger-LeCoultre, IWC, Fortis und ähnliche Modelle. Und die hatten alle diese Konstruktion, die sich Kompressor oder Superkompressor nannte, wo der Gehäusedeckel nicht fest reingeschraubt ist mit Dauerdichtungskraft auf die Dichtung, sondern mit der leichten Federkraft. Und dann bei größeren Tiefen erst stark angepresst wird. Damals Hauptgrund war tatsächlich, das Dichtmaterial war noch nicht in der Lage, das dauerhaft durchzustehen. Ich als Ingenieur muss sagen, ich mag dieses Dichtungskonzept einfach, dass man die Kraft, die man draußen halten will, dazu nutzt, das Gehäuse abzudichten. Finde ich einfach so clever. Ich habe das geliebt. Und dieses Konzept ist das bei den Kronen auch so. Ich habe die alten Pläne in den Archiven gefunden von der Firma EPSA, die halt auch pleite gegangen ist. Und da habe ich diese Krone wieder belebt. Die gibt es so nicht. Die gibt es nur bei mir so. Das ist ein spezielles Dichtkonzept. Das heißt, ein Bestandteil der Krone schiebt sich über den Tubus. Und damit kann man die meisten Tiefen und Waschen und Vakuum, also Unterdruck, abdecken. Aber je tiefer man taucht oder je höher der Wasserdruck wird, desto mehr wird dieses Element auf den Tubus gepresst. Ist für mich eine eigene Kronenkategorie, die gibt es sonst nirgendwo. Hat den Vorteil, dass die Uhr einfach zu bedienen ist, weil es ist nicht verschraubt. Die Kronen sind nicht verschraubt, obwohl sie jetzt bis 20 Bar wahrscheinlich auch zertifiziert wird. Also sobald ich das Wort Taucheruhr in den Mund nehme, in Deutschland werde ich das dann auch zertifizieren. Jede Uhr wird auch abgedrückt bis 20 Bar. Jede, also genau. Nicht nur stichprobenweise. Nein, weil ich schon sicher gehen möchte, weil es eine neue Konstruktion der Krone und da möchte ich auch sicher gehen, dass es auch bei jeder Uhr funktioniert. Abgesehen davon, wenn ich sie zertifiziert habe, wird die Typenabnahme gemacht und es muss jede Uhr
abgedrückt werden. Okay. Und das werde ich auch tun. Wir haben diese typische Konstruktion mit Doppelkrone. Das heißt, man hat diese eine Krone, die oben die innenliegende Taucherlünette bedient. In dem Fall ist sie entkoppelt, das heißt gegen irrtümliches Verdrehen insofern gesichert, weil das Zahnrad keinen Eingriff hat mit der Lünette. Und dann, wenn man nach außen zieht, kann man dann die Lünette entsprechend der Gepflogenheit, während man eben am Schreibtisch sitzt und eine Tätigkeit ausübt. Einseitig oder beidseitig drüber? Beidseitig, weil die versehentliche Verdrehung kann ja nicht stattfinden. Ja. Insofern für die einfache Bedienung, es wäre jetzt doppelt gemoppelt gewesen. Es ist also beidseitig verdrehbar, wie es gerade gebraucht wird, weil wenn man sie dann eindrückt, kann ja nichts mehr passieren. Bei dem Modell handelt es sich um ein poliertes Stahlgehäuse aus Edelstahl, aus der 316L-Familie, typisch. Die ist natürlich sehr groß, die Familie. Hier haben wir eine Inox-Qualität. Wir haben sie, soweit auch nach der Gravur, also wir haben ja einen sehr, sehr schönen Boden, der eine tiefe Inversgravur hat. Da dies jetzt mein persönlicher Prototyp ist, steht hier auch OPS drauf, wollte ich nur sagen. Das werden bestimmt einige Leute im Blog entdecken. Ist natürlich falsch, aber so ist das halt in der Prototypenphase. Dieses Modell hat eine Inversgravur unten auf dem Boden, das hat die OPS auch. Und die muss man natürlich danach sogar noch passivieren, sonst könnte es sein, dass es wieder anfängt zu rosten. Auch das machen wir. Und der Deckel ist sehr schön gearbeitet, ist auch ähnlich dem Original. Wir haben hier auf der Oberseite das wunderschöne Zifferblatt, das ist leicht gewölbt. Das heißt, im Licht kann man so manchmal so entdecken, dass eine leichte Wölbung vorliegt. In das gewölbte Zifferblatt sind einzelne Appliken eingesetzt, die vorher diamantiert werden. Das heißt, man hat, wenn man so im Licht spielt, immer so leichte Lichtfunken, die dann aus dem Licht Reflexionen hervorrufen. Das gleiche hat man dann auch bei den Zeigern, die haben auch diamantierte Phasen. Das wollte ich sagen, weil mit Maske beschlägt die Brille und ohne Brille kann ich es nicht erkennen. Ja. Die applizierten Indizes haben angelierte Kanten. Ne? Ja, hab ich richtig, die haben angelierte Kanten. Auch die Zeiger haben angelierte Kanten und die sind alle diamantiert, also diamantgeschliffen. Mhm. Insofern spiegelglatt. Wir haben eine sehr spezielle Super Luminova hier außen herum. Also das, was orange ist, leuchtet nachts auch orange. Okay. Ist eine Super Luminova X1, zusammen entwickelt mit RC Tritec, nennt sich Sherpa Orange, ist grün leuchtend, X1 Qualität, also die höchste Qualität, die Super Luminova macht. Und durch die Taglichtpigmente, die orange sind, leuchtet es auch nachts orange. Ich weiß nicht, ob wir das gleich mal aufnehmen können, aber es macht einfach einen ziemlich guten Eindruck. Schwarzlichtbox. Ach so, ja, aber Schwarzlicht allein sagt es ja auch noch nicht. Muss ich gleich mal zeigen. Ja, das ist also die äußere Verpackung. Alle Bauteile der Uhr kommen aus Deutschland oder der Schweiz. Also der Gehäusehersteller sitzt in Pforzheim, der Zifferblatthersteller sitzt in Lörrach. Die Zeiger kommen aus Grenchen. Was haben wir noch? Die Kronen kommen alle Komponenten aus Deutschland und der Schweiz. Ich setze sie tatsächlich selber zusammen. Okay. Habe irgendwann festgestellt, die anderen können mir diese Kronen nichts mehr erzählen. Die wollen auch eine neue Technologie gar nicht einführen, denen reicht das, was sie haben. Und dann habe ich also die alten Zeichnungen auf einen neuen Stand gebracht mit neuen Materialien. Und da ist tatsächlich ein Spritzgussbauteil aus thermoplastischem Kunststoff drin. Das gibt es einfach so nicht mehr in der Uhrenwelt oder auch noch nicht. Das baue ich damit ein und baue die halt selber zusammen. Also alle Teile aus Deutschland und der Schweiz. Das Uhrwerk, was da drin ist, das können wir gleich mal da drüben betrachten, wenn Sie möchten. Mal ja, kurz Stopp machen, oder? Schon gehört. Ja. Also bei dem Uhrwerk ist es so, es handelt sich um ein Sellita SW200-1, aber in einer sehr hohen Regulierung, also Top-Regulierung, das ist eins unter Chronometer. Es handelt sich um einen sehr hohen Grad der Finisierung, also sowohl auf Werkoberseite, Unterseite ist alles das, was Sellita anbietet, perliert. Der Rotor ist nicht von Sellita, den haben wir selber gestaltet und anfertigen lassen.
Der Rotor hat Genferstreifen, Einfräsungen, die auch sehr klassisch sind, und unser Logo natürlich. Und in Zeiten wie diesen haben wir auf dem Rotor auch passend zu unserer buddhistischen Einstellung haben wir noch Wünsche für alle Wesen integriert. Das heißt, da steht drauf, mögen alle Wesen glücklich und frei sein. May all beings be happy and free. Und das passt auch zum Rest. Also wenn Sie jetzt mal ein bisschen rausgehen, dann können Sie hier sehen, das ist eine tibetische Gebetsmühle, die da liegt. Und die liegt jetzt nicht nur zu Deko-Zwecken da, sondern auch als Anknüpfungspunkt für die Gespräche. Wir haben also die Sherpa-Marke in Europa registriert, fühlen uns aber mit den Sherpas sehr verbunden. Das heißt, wir werden einen Bestandteil der Uhr, ungefähr 50 Euro oder mehr, müssen wir mal entscheiden, ins Sherpa-Land stiften, in zwei Stiftungen. Die eine Stiftung kümmert sich um den Wiederaufbau einer Schule nach dem Erdbeben und die andere Stiftung, Sagarmatha Next, kümmert sich darum, dass aus der Mount Everest-Region Trekkingtouristen den Müll in Säcken wieder zurückkriegen und in den nächsten Ort bringen, wo es dann recycelt wird. Aber da wir selber mit den Sherpas auch kulturell verbunden sind, ich bin selber Buddhist, tibetischer Buddhist, hatte ich die Idee, noch ein weiteres Element hinzuzufügen. Und in der Himalaya-Region, deswegen liegt hier eine Gebetsmühle, werden Gebetsmühlen und Mantras benutzt, um die Umgebung zu beruhigen, befrieden und gute Vibrationen zu verteilen und die Menschen zu entspannen. Und ich hatte dann die Idee, sowas ins Uhrwerk zu integrieren und habe dann an einem hohen tibetischen Lama unserer Linie gesprochen, ob das eine verrückte Idee ist oder ob das wirklich Sinn macht. Und haben dann im Detail abgestimmt, wie das zu funktionieren hat. Und wir haben jetzt also das Sekundenrad und das Ankerrad fein graviert. Mussten dafür einen speziellen Lasergravur finden, weil das so klein ist, dass man es eigentlich kaum hinkriegt. Und haben es jetzt geschafft, also auf beiden Rädern Mantras so zu beschriften, dass im Jahr 30 Millionen Mantras gemacht werden. Ob man es sieht oder nicht, man kann es nicht sehen, weil der Deckel ja auch drauf ist. Selbst wenn der Deckel nicht drauf wäre, würde man es nicht erkennen können. Aber ich kann ja mal ein Bild zeigen, ja, weil es halt auch mit der Lupe, die wir haben, nicht zu sehen ist. Wollte ich mal kurz zeigen. Ja, hier haben wir auf dem Sekundenrad, was ja in sich gesehen nur 6 mm groß ist, haben wir den äußeren Kranz und im inneren Kranz die Om Mani Padme Hum Mantras gelasert. Dafür mussten wir noch eine extra tibetische Schrift anfertigen, weil die andere nicht zum Lasergravieren geeignet war. Hier auf dem Ankerrad ist es dann auch ganz fein gelasert. Und wie gesagt, zusammen schlägt das Herz quasi 30 Millionen Mal im Jahr und macht die guten Wünsche für alle Wesen und sendet sie in die Welt. So, das ist jetzt so ein Kurzdurchlauf. Aufgrund der hohen Modifikation auch im Werk und auch die Herkunft der diversen Materialien und Komponenten liegen die Preise dann auch bei 5.800 und 5.900 Euro. Aktuell starten wir nur im Direktverkauf, aber auf Dauer, denke ich, werden wir Juweliere vor Ort finden in einigen Regionen Deutschlands oder Europas, die das auch anbieten werden. Das ist unser Ziel. Ja. Würdet ihr die schwarze gerne nochmal angucken? Gerne. Und die Hand nehmen? Natürlich. Also schon sehr, sehr außergewöhnlich, muss ich sagen. Mhm. Und gefällt mir optisch wirklich sehr, sehr gut. Ja, also die heißt OPS, weil das früher auch eine Uhr die war, die in Marineeinheiten gebraucht wurde. Und Operations ist, oder OPS ist so eine typische Bezeichnung für Militäroperationen. Die Ultradive war immer das Schwestermodell. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass das eigentlich die gleichen Gehäuse sind, exakt die gleiche Größe, nur anders finisiert. Aber Sie sehen, wenn man sie sieht kleiner aus, sie sehen auch in verschiedenen Armbändern komplett anders aus. Also insofern, ich habe jetzt auch nochmal genau, man kann nochmal das Metallarmband sehen. Wir haben in der Vitrine noch ein weißes Tropic-Style-Band. Und ich finde die Wandelbarkeit extrem, also mit kleinen Modifikationen. Wobei ich ja denke, dass zum Stil der Uhr ein Tropic Band am besten passt, auch wenn ich nicht so der Freund von Silikon. Nee, es ist aber kein. Okay, es ist Kautschuk. Was auch immer bin. Ja. Ich bin da eher der Freund von Leder, aber ich finde optisch ist das einfach wirklich
perfect fit. Ja. Von Sherpa ging es zu Sinn und bei Sinn habe ich echt lange gebraucht, um einen Slot zu finden, um überhaupt ins Gespräch zu kommen und filmen zu können, denn bei Sinn war immer viel los, da hat es gebrummt, was absolut für die Marke spricht. Sinn hat dieses Jahr 8 oder 9 Uhren neu rausgebracht und den Großteil davon habe ich mir dann auch am Stand nochmal zeigen und erklären lassen. Hört euch einfach mal an, was Sinn zu den neuen Uhren selber zu sagen hat. Hallo Axel, hier ist der Volker von Sinn Spezialuhren. Ich zeige dir die Neuheiten von uns auf der Watchtime in Düsseldorf. Ich beginne mit der U50S Perlmutt S, eine limitierte Taucheruhr aus der U50er Serie mit schwarz schimmerndem Zifferblatt. Ist das ein besonderes Perlmutt? Weil ich kenne das von der 556 in schwarz, ja, was ein bisschen violett schimmert und das weiß, aber das ist ja nochmal ein anderer Farbton. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Also die von der 556 sind einfach mehr, denke ich mal, die sind auch ein Hauch dunkler. Das hier ist ein bisschen silbriger und mehr Farben eigentlich, die sich spiegeln. Bei der 556 ist es hauptsächlich grün und lila, aber hier sind auch viele Rottöne mit dabei, was eigentlich auch sehr schönes Bild gibt. Aber jede ist unterschiedlich, jedes ist ein Einzelstück und das kann bei jedem Perlmuttblatt eben ganz unterschiedlich rauskommen. Ansonsten die gleichen Features wie die Standard U50. Dann mache ich mal weiter mit den farbigen Zifferblättern. 104 ST SA IMG. Das ist ein Serienmodell. Es gab vor einiger Zeit schon mal eine limitierte 104 mit diesem Zifferblatt. Die hat auch eine grüne Lünette. Die hatte die Lünette war grün, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Auf jeden Fall hatte sie arabische Ziffern. Die hat Indizes und ist unlimitiert. Bei der limitierten war noch ein Ätherwerk drin und hier haben wir das Sellita-Werk drin und der Standard 104. Ist auch dieses metallisch grün schimmernde Zifferblatt, was eben auch, je nachdem wie der Lichteinfall ist, von fast schwarz bis auf leuchtendes Grün gehen kann. Dann hat man zu Beginn des Jahres einen Klassiker von uns in der limitierten Auflage gebracht, die 144 SCS UB2. Da gab es schon mal ein Jubiläumsmodell, allerdings nicht mit hellen Totalisatoren. Wir haben das Jubiläumsjahr aufgegriffen im Tachymeter, nämlich die 60, die wir hier mit der Tagesleuchtfarbe Rot auch nochmal besonders hervorgehoben haben. Erstmals haben wir bei dem Modell auch ein ins Gehäuse integriertes Silikonband und die kleine Faltschließe, die einteilige kleine Faltschließe. Das ist die neue kleine Faltschließe, genau, die sich hier überlappt. Erst das kleine Teil und dann das große oben drüber. Und es gibt eben jetzt nicht mehr diese Kante, wo sich früher die zwei kleinen Teile berührt haben im Prinzip. Ist die gleich lang wie die alte kleine? Weil die große ist ja etwas kürzer geworden. Die große ist kürzer geworden. Die kleine müsste in etwa die gleiche Länge haben. Also keine neuen Bandhälften? Oder? Keine neuen Bandhälften. Die Feinverstellung ist hier auch über diese eine Einstellung an den Löchern möglich. Ansonsten eben das Einkürzen über das Silikonband. Genau, wie immer im Prinzip bei uns. Die Uhr wird im Doppeletui ausgeliefert und es gibt noch ein schwarzes Massivband dazu, wie wir sie hier auch in der Vitrine noch gezeigt haben. Also ist ein Doppeletui mit 2 Bändern. Dann mache ich mal mit den limitierten Klassikern weiter. Die Uhr, die war jetzt relativ bekannt, ging richtig durch die Decke, die 103 Classic 12. Die war schnell weg. Hätten wir gerne noch ein paar mehr produziert, aber wie gesagt, 600 Stück ist für ein Jubiläumsmodell eigentlich schon relativ viel. Aber die Nachfrage war sehr groß und die wird jetzt sukzessive ausgeliefert. Im November kommt wieder eine Charge und dann gibt es hoffentlich viele glückliche Besitzer der Uhr. Ich kann mich nur an ein Modell erinnern, was so schnell weg war, die 104 SA ABE, die war ja ähnlich schnell. Das war die Uhr damals, wo wir die Canvas-Bänder eingeführt haben. Ja. Die ging ähnlich schnell. Hier ist auch das Sichtboden mit dabei und die 60 Jahre Gravur befindet sich auf der Seite vom Boden und hier ist dann auch die Einzelnummerierung mit drauf. Also die ist auch einzeln durchnummeriert? Einzeln durchnummeriert. Nicht eine von 600, sondern eben jede einzeln.
verschraubte Drücker wie das Standardmodell STSA. Sehr schön. Aber und, eben leider nicht mehr verfügbar. Ja, und auch halt bei den Konzessionären nicht mehr, bei den Depots. Die Warteliste ist sehr lange, also die Chancen, jetzt noch einen zu bekommen, sind relativ gering. Ja. Die Uhr wird auch mit zwei Bändern ausgeliefert. Hier ist das dunkelgrüne Wildschweinlederband montiert und es ist noch ein schwarzes Lederband mit Alligatorprägung im Set mit dabei. Sehr schön. Das gleiche Band, allerdings mit einer weißen Naht, ist an der 358C. Das ist das Sondermodell mit der Ebner Medien Group, das wir jetzt vor kurzem erst vorgestellt haben und eigentlich hier die Watchtime auch nutzen, um die Uhr dem Publikum zu präsentieren. Die Produktion befindet sich auch zurzeit in Arbeit und die Auslieferung dieser Uhren steht noch bevor. Ist limitiert auf 100 Exemplare und wir haben eine Einzellimitierung auf dem Rotor. Also das ist eine der Uhren, die mich vom Foto her überhaupt nicht gereizt hat, aber die ist live so unterschiedlich. Ja. Also ich habe bei kaum einer Uhr den Unterschied so groß empfunden vom Foto zum Live. Ja, wir bemühen uns zwar immer, das so live wie möglich zu bearbeiten oder die Bilder so gut wie möglich zu machen, aber es geht halt nichts über einen persönlichen Eindruck, den wir hier halt perfekt für die Watchtime haben. Und die 358C ist jetzt auch bis jetzt sehr gut angekommen. Es sind noch welche da, aber wahrscheinlich wird... Die vermitteln den Eindruck, als ob man richtig tief ins Gehäuse reingeht. Genau. Also nochmal, haben auch diese Rillung im Prinzip. Ja, die Uhr hat kein Datum, die klassischen Trikompax-Anordnung, die AR-Technologie hier neben an der Seite mit der bekannten Kupfersulfatkapsel. Ansonsten Größe, Dimensionen wie die Standard 358 Flieger. So, jetzt wird schon langsam voll. Dann kommt als nächstes die 717, unser Navigationschronograph, 45 mm mit dem SZ01-Werk. Stoppsekunde und Stoppminute aus der Mitte. Permanentsekunde bei 9 Uhr und beidseitig drehbarer Ring. Das Glas dreht sich mit. Die Uhr hat einen Massivboden. Ist mit Silikonband, mit Gehäuseintegration verfügbar und auch eben mit diesem Lederband mit dem orangenen V-Stich, was auch die Farbe der Zeiger sehr schön aufzeigt. Du kannst jetzt natürlich keine Geheimnisse verraten, aber auffallend ist natürlich, dass das vom Design her was ganz Neues ist. Neu und alt zugleich. Oder eventuell eine Linie werden mit Uhren, die noch mehr so an Bordinstrumenten anlehnen? Könnte sein. Genaueres weiß ich darüber noch nicht. Und ich dürfte es jetzt auch wahrscheinlich noch gar nicht sagen. Von daher kann ich nur sagen, ist eine schöne Interpretation von einem... Durch die Nummerierung, die sich in die normale Produktlinie einfügt, mir fällt keine andere Uhr ein, die alleine eine einzelne Nummer hat. Deswegen kam ich auf die Idee, dass das vielleicht der Start einer Bordinstrumentenlinie werden könnte. Ja, die R500 war jetzt auch neu. Stimmt. Und da gibt es auch eine Einzelreferenz. Das wäre jetzt mal eine, die mir noch einfällt spontan. Aber man weiß es jetzt momentan noch nicht. Vielleicht legen wir da nochmal nach. Es gab ja auch verschiedene Navigationsbord-Uhren. Vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwann eine Variante. Wir werden sehen. So, ich glaube, auf der Seite habe ich jetzt alles. Nein, dann, die Damascene hat sie noch nicht. Damascene hatte ich noch nicht, genau, um Gottes Willen. Hier der letzte Neuzugang des Jahres, den wir hier auch plakativ auf unserem Messestand hier zeigen, ist die auf 100 Stück limitierte schwarze Damascener-Uhr mit 18 Karat Appliken und Zeigern. Das ist die dritte Damascener-Uhr. Ja, wie gesagt, unser Chef, der Herr Schmidt, ist da sehr affin bei diesem Thema mit Damaszenerstahl und es war auch ein persönliches Anliegen von ihm, dass wir wieder eine Damaszeneruhr rausbringen. Einzelnummerierung auf dem Boden, die Krone ist aus Damaszenerstahl und der Bügel der Dornschließe ist auch aus Damaszenerstahl. Wo unterscheidet die sich jetzt zu der anderen? Es gab doch schon mal eine schwarze. Hatte die silberne Appliken? Oder? Ja, die hatte silberne Appliken. Okay. Und hier jetzt erstmals quasi die Mischung mit Gold und Schwarz, was ich persönlich eine sehr schöne Kombination finde. Also das Schwarz-Gold macht sich wirklich in Natura sehr gut. Und ja, wir sind gespannt. Gab jetzt viel positive Resonanz auf die Uhr. Ist natürlich von der Preisklasse her eine unserer teuersten Uhren, aber eben halt auch was ganz Besonderes. Ich wollte sagen, also,
die ist auch mit Sicherheit der am aufwendigsten herzustellen. Auf jeden Fall, da steckt viel Entwicklung und viel Probieren mit drin, dass man eben zwei Edelstähle verarbeiten kann, die nicht rosten. Und eben das Besondere daran ist, ich schaue jetzt gerade mal, ob ich noch ein massives Gehäuse bekomme. Einen Moment. So. Hier habe ich noch ein Gehäuse der letzten Damaszener, ist aber im Prinzip bei der schwarzen genau das gleiche. Das heißt, es ist Zifferblatt und Gehäuse ist aus einem Stück. Okay. Und bei der hellen sieht man das noch ein bisschen besser, wie das eben gefräst ist. Und die zweiteilig, nur Gehäuse und Boden, genau. Und das war's. Ja, richtig. Dann kommt der Boden noch drauf und die Gläser. Ja. Uhrwerk in die Mitte, Krone. Aber das ist schon sehr ungewöhnlich, eben ein Monoblock im Prinzip zu haben, in dem das Zifferblatt schon im Gehäuse integriert ist. Man sieht halt hier auch sehr schön, wie die Maserung hier über den Rand hinausgeht und sich im ganzen Gehäuse fortsetzt. Also hier zum Beispiel an der, auch in dem an der Seite. Sieht man bei der schwarzen auch. Ich weiß nicht, wie deutlich du das einfangen kannst hier. Je nachdem. So. Gut, dann würde ich sagen, tauschen wir kurz. Dann haben wir hier noch vom Frühjahr zwei 358er. Einmal die Uhr mit Dekorschliff, wie wir es bei der U1 DS ganz zu Beginn des Jahres hatten. Auch einzeln von Hand bearbeitet, das Zifferblatt, um eben diese Optik reinzubekommen. Ich versuche es so ein bisschen reinzudrehen. Ja. Was mir hier wirklich gut gefällt, ist, dass die Totalisatoren ihre Originalfarbe behalten haben, beziehungsweise... Sind schon ein bisschen heller. Ich wollte gerade sagen, die sind nicht original, die sind original schwarz, die sind ein bisschen gefadet oder sowas. Ja, die Rillung von den Totalisatoren trägt dazu bei, dass sie auch noch Farbschattierungen zum Eindruck dazu tragen. Ansonsten auch hier neben an der Seite, wie die Sonderuhr für Kronos, eben die Kapsel, Sichtboden. Das ist der Literwerk mit drin. Die Uhr ist unlimitiert, also ist Standardmodell jetzt bei uns. Und ebenfalls die Erweiterung in der Modellreihe ist die Uhr mit dem blauen Zifferblatt. Das ist ein Sonnenschliff und mit einem Light Old Radium Leuchtmittel belegt. Also ist nicht ganz so dunkel wie bei der U1 SE, sondern etwas heller. Hat so einen cremigen Farbton, was aber sehr schön mit dem Blau haben. Harmonisch sehr, sehr zusammenpasst. Harmonisch. Ja. Wirklich sehr harmonisch. Ja. Auch satiniertes Gehäuse, wie es alle anderen 358er bei uns auch haben. So. Dann haben wir hier auch nochmal eine Variante mit dem Massivband. Das fünfgliedrige Massivband mit der Schmetterlingsfallschließe ist für die 358 auch erhältlich. Macht das Ganze ein bisschen sportlicher. Man kann eben schön variieren für jeden Einsatz, für jede Anwendung, sportlich oder vielleicht eher was Eleganteres. Die Uhr, die dann wirklich alles mitmacht. Genau. So. Dann haben wir noch vor kurzem vorgestellt zwei neue Mitglieder der Finanzplatzuhrenfamilie. Einmal die 6060 mit der zweiten Zeitzone auf dem Zifferblatt und der dritten Zeitzone hier in der Lünette. Jetzt auch mit blauem Zifferblatt. Das ist jetzt die erste blaue, die standardmäßig in die Familie von den Finanzplatzuhren mit reinkommt. Das letzte, was es gab, war die limitierte 6099B, die auch relativ schnell weg war. Und wir haben noch ein Sondermodell für die Zeit, beziehungsweise, Entschuldigung, für die FAZ. FAZ ist die 6060 FAZ. Und der gibt es, glaube ich, auch noch ein paar, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber das Zifferblatt ist ein bisschen anders. Also das FAZ-Blau ist matt. Und hier haben wir den Sonnenschliff, wie man es auch von den schwarzen Zifferblättern her kennt. Das ist aber ein relativ dezenter Sonnenschliff. Ne? Ja, ist nicht so deutlich wie bei der 358. Man sieht hier auch, dass das dunkler ist als bei der 358. Ja, finde ich passt aber hervorragend zur Uhr. Auch wie immer bei den Finanzplatzuhren Glasboden mit Bulle und Bär auf der Rückseite. Und bei der Uhr ist auch wie immer bei den Finanzplatzuhren ein Massivband dabei. Ein Massivband, das so aussieht wie hier bei der 6068. Das ist die Uhr eben mit zwei Zeitzonen, eine auf dem Zifferblatt
und eine, wie bei der 6060, über den Drehring bei 10 Uhr einstellbar. Auch mit Glasboden. Hier sieht man auch nochmal die Schmetterlingsfallschließe und mit Blick aufs Uhrwerk. Echt viele neue Sachen gemacht. Ja, einiges, ja. Die letzte war, wie gesagt, die Damaszene. Es war nochmal ein Highlight. Aber ja, ich denke mal, es ist hoffentlich für jeden was dabei und zeigt, dass wir ständig auch bestehende Familien weiterentwickeln. Und ja, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Dieses Jahr kommt da nichts mehr. Dieses Jahr kommt eigentlich jetzt nichts mehr. Aber wir freuen uns, dass wir hier auf der Watchtime sind, nachdem wir alle leider ein Jahr aussetzen mussten und wir hier erstmals 2019 waren, was uns schon sehr gut gefallen hat. Und ja, wir haben jetzt Samstag und der Zuspruch war schon sehr gut bei uns am Stand. Wir haben jede Menge Gespräche geführt und auch unsere Produkte wieder super zeigen können hier. Der Ebner Verlag kümmert sich hier wirklich hervorragend auch um alle Aussteller. Also es ist vorbildlich, wie die Veranstaltung hier organisiert ist. Es gibt auch noch Vorträge, an denen man teilnehmen kann. Und später wird auch noch jemand eine kleine Führung durch die Messe machen. Da wird auch nochmal bei uns vorbeigestoppt. Also ist sehr abwechslungsreich. Ja, das war meine Watchtime. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich habe unglaublich viele interessante Gespräche geführt. Es wird vielleicht einige neue Uhren auf meinem Kanal nächstes Jahr geben, die ich so nicht auf dem Radar hatte. Und bin super gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte euch eine Stunde lang gut unterhalten. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.